Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe 30 Tage lang vegan gelebt jetzt und es war eine absolute Katastrophe. Ja, wie einige vielleicht von euch mitbekommen haben, habe ich 30 Tage lang, oder mittlerweile ist es eigentlich schon länger, vegan gelebt, um das einfach mal nochmal auszuprobieren. Ich war ja schon in der Vergangenheit eine lange Zeit mal vegan und eigentlich habe ich in der ganzen Zeit wenig Fleischprodukte gegessen. Und ja, wie meine Erfahrungen so die ganze Zeit davon waren, das erzähle ich euch in diesem Video. Ja, was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass wenn du publik machst und den Leuten erzählst, dass du vegan bist, dass du plötzlich jede Menge Vorurteile entgegengeworfen bekommst und mit denen musst du dann irgendwie klarkommen. Und davon gibt's einige, zum Beispiel: Aber Digga, Veganer können auf jeden Fall keine Muskeln aufbauen, denn die Proteine, die pflanzlichen, die kann der Körper gar nicht aufnehmen. Wie, Veganer können keine Muskeln aufbauen? Also, entschuldige mal, ja gut, also wie die Realität halt wirklich aussieht, zeige ich euch jetzt mal. Okay, Morning Workout. Morning Workout. Push up. Oh, Scheiße. Der vegane Protein, ey, das geht einfach nicht in Muskeln rein. Ja, dass Veganer keine Muskeln aufbauen können, glaube ich tatsächlich eigentlich nicht. Weil ich bin das beste Beispiel. Ich habe einen Trainingsplan gemacht und ich habe tatsächlich getrackt mal, wie besser ich werde und wie stärker ich werde. Und ich habe Woche für Woche Fortschritte gemacht. Also dieses Argument trifft zumindest auf mich nicht zu. Aber bildet euch gerne selbst eure Meinung und wir machen mal weiter. Das große Problem ist natürlich auch: Jetzt als Veganer hast du ja gar keinen Spaß mehr im Leben. Trinkst schon keinen Alkohol, gehst nicht feiern, jetzt auch noch kein Fleisch, keine tierischen Produkte. Da hast du ja gar keinen Spaß mehr im Leben. Ja, das große Problem ist, jetzt habe ich halt auch gar keinen Spaß mehr am Leben als Veganer. Tatsächlich habe ich zu hören bekommen, wenn ich erzählt habe, ich bin jetzt vegan und die Leute wissen schon, ich trinke keinen Alkohol und ich gehe nicht feiern und so ein Kram. Und dann haben die Leute tatsächlich gesagt: Hey, jetzt hast du ja tatsächlich gar keinen Spaß mehr am Leben. Ich habe ganz schön oft tatsächlich gesagt, oder? Ja, auf jeden Fall hast du jetzt ja gar keinen Spaß mehr am Leben, weil ich kein Fleisch mehr esse und oder keine tierischen Produkte mehr esse. Ich glaube, das ist eher so eine Ausrede von den Leuten. Also alles in allem muss ich sagen, es ist mir tatsächlich eigentlich nicht so schwer gefallen, vegan zu leben, aber... Außerdem, ich habe keinen Bock mehr auf die ständigen Diskussionen mit dir, wo wir jetzt essen gehen. Weil mit dir ist es einfach unglaublich schwer, irgendwo essen zu gehen, nur weil du deinen Scheiß vegan machst, Alter. Ja, es ist tatsächlich schwerer, vegan essen zu gehen, weil gerade wenn du mit Nicht-Veganern unterwegs bist, dann streitet man sich mehr darüber, wo man essen will. Und ich bin auch so ein Typ, ich möchte mich nicht so in den Vordergrund drängen, wenn wir irgendwie unterwegs sind. Und ich möchte da auch nicht die anderen beeinflussen, wo wir essen gehen. Und ich muss mich dann halt immer so ein bisschen arrangieren. Aber ich bin dann, ja,
dann stecke ich halt gern mal zurück, esse dann nicht richtig mit und esse einfach zu Hause vernünftig. Habt ihr auch Geld gespart. Ja, wenn man sich dann aber so mit den Leuten mal über veganes Essen und vegane Produkte, veganen Lifestyle unterhält, dann kommt ganz, ganz oft das Argument. Das Allerschlimmste ist aber einfach die ganzen veganen Produkte. Ich habe das ja probiert, aber es schmeckt einfach alles nach Wiese. Vegane Produkte schmecken alle nach Wiese. Ja, also wenn ihr halt vegane Produkte kauft und die dann konsumiert das erste Mal, dann sieht das oft halt so aus. Nee. Nein, völliger Quatsch. Also es gibt wirklich, natürlich gibt es Produkte, die schmecken nicht so, wie man es erwartet. Wenn ihr jetzt beispielsweise Fleischersatzprodukte kauft oder ihr kauft Käseersatzprodukte, dann dürft ihr natürlich nicht mit der Erwartungshaltung da dran gehen, dass die Dinge genauso schmecken, wie ihr es gewohnt seid. Weil es ist ja letztendlich nicht das Produkt, was ihr gewohnt seid. Und man darf einfach nicht mit der falschen Erwartungshaltung an die Dinge rangehen. Ich bin auch der Meinung, dass man dann nicht das Käse essen oder Fleisch essen nur komplett durch Ersatzprodukte ersetzen sollte, sondern man muss seine gesamte Ernährung einfach ein bisschen umstellen und dann braucht man diese Produkte auch nicht, die nach Wiese schmecken. Also ich könnte das ja nicht vegan. Ich brauche auf jeden Fall mein Stück Fleisch, ich brauche meine Schokolade, ich brauche meinen Käse. Ja, also das, was man am meisten hört, ist, also vegan, das könnte ich nicht. Und ich glaube, das ist wie mit allen Dingen im Leben. Man muss die Dinge halt einfach wollen. Ob es jetzt ist, ins Fitnessstudio gehen, abnehmen, Muskeln aufbauen, rauchen aufhören, kein Alkohol mehr trinken, den Job bekommen, den man möchte oder erfolgreich werden oder was auch immer. Man muss es halt einfach wollen und dann kann man es auch. Es gibt da eigentlich ja keine Ausrede mehr, wenn man etwas will. Aber mein Fazit, jetzt mal ganz Spaß beiseite. Ich fand's viel, viel einfacher, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte, vegan zu leben. Und ich habe jetzt für mich entschieden, ich esse trotzdem kein Fleisch mehr. Aber ich bin jetzt so 80% vegan, 20% vegetarisch. Und damit kann ich mich gut arrangieren. Weil wenn ich dann mal auswärts essen gehe, dann ist es tatsächlich so, dass man öfter einfach vegetarische Mahlzeiten leichter bekommt als vegane. Außer man sucht sich extra ein veganes Restaurant. Und hätte ich es am allersinnvollsten, wirklich so eine gemischte Kost zu haben. Ich bin der festen Überzeugung, wir essen alle zu viel Fleisch. Gar keine Frage. Ich glaube nicht, dass man jeden Tag Fleisch essen sollte. Und ich habe auch für mich gemerkt, in der Regeneration, mit meiner Schulterverletzung und Entzündung, mir geht es besser damit. Ich habe weniger Probleme, ich habe weniger Schmerzen. Und das ist für mich ein Zeichen, dass es sich lohnt, weiter das Ganze zu machen. Aber es muss jeder für sich entscheiden. Das heißt, wenn du da draußen die Diskussion beobachtest, ob vegan jetzt gut oder schlecht ist, dann probier es doch einfach mal selber aus und dann kannst du auch richtig mitreden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.